Zu den gesellschaftlichen Meetings gehören immer mehr diverse Präsentationen von Neuheiten im kulturellen Alltag. Vernissagen sind auch oft Spiegelbild der Kulturszene. Viele kommen nicht nur wegen des reichhaltigen Buffets, sondern auch um die neuesten Werke der bildenden Künstler zu betrachten. Ich bin ein sehr emotionsvoller Mensch und auch ein sehr emotionsgeladener Mensch, das muss ich schon ehrlich sagen. Und es ist natürlich toll, wenn man Seelen-Yoga betreiben kann mittels Malerei. Und es macht unheimlich Spaß, viele Leute zu malen, wenn man sieht, dass die so eine Freude haben an den Bildern, wenn sie sich irgendein Werk von mir nehmen. Das ist wie wenn man Weihnachten hat, immer ehrlich. Roswitha Schwarzbauer stellte ihre Sommerimpressionen vor. Roswitha Schwarzbauer hält ihre Eindrücke von Landschaftsdetails und ihre Erlebnisse auf ihre Art fest. Sie malt nicht unmittelbar vor Ort, sondern lässt das Erlebte und Gesehene im Nachhinein vor ihrem geistigen Auge entstehen. Yellowstone, eine Orchideenblüte, das ist für mich auch Sommer, Gelb, Violett und wenn man dann rausschaut, also das verbinde ich schon mit Sonneneinwirkung und Sonnenstrahlen. Gell? Das hat mir eben dieses Erlebnis von so schönen Orchideen nur im Sommer, gell? Das gehört für mich auch dazu. Sie malt unter der Devise, das Auge nährt den Sinn. Und bedient sich eigener Techniken, vornehmlich mit dem Material Acryl. Das ist das Violette, das ist der lila Flug für mich. Lila Flug klingt ja ein bisschen lustig, aber ich empfinde so Qualen mit lila Flug im Meer. Und für mich ist Meer eigentlich ja lila Mint, aber es ist mein Eindruck vom Meer eben. Das habe ich halt so umgesetzt, wie ich es sehe. Die Gäste in Graz-Liebenau haben sich auch karitativ betätigt. Sie spendeten für das Pflegeheim Kainbach der Barmherzigen Brüder. So kann man zusammenfassen, aller guten Dinge sind drei. Die Künstlerin freut sich über den Erfolg, der Besitzer neuer Exponate ist rundum glücklich und der Wohltätigkeit wurde auch Rechnung getragen. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Juni geöffnet.